Yo, ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yugi News. Wir werden heute ein weiteres Mal über das Comic Set Rise of the Duelist reden, was quasi das nächste Hauptset nach Eternity Code sein wird. Und mir ist aufgefallen bei dem Shop von Gate to the Games, wo ich ja immer meine Zielprodukte halt mir kaufe, dass die Hauptsets angestiegen sind. Hier in dem Fall habe ich jetzt natürlich nur Eternity Code gesehen. Und da ist nämlich so, dass es momentan 58 € kostet und eigentlich sind immer Hauptsets bei Gate to the Games so circa 54 € vom Preis gewesen. Jetzt allerdings halt, wie gesagt, dieser 4 € Anstieg kann natürlich der momentanigen Situation geschuldet sein. Aber vielleicht auch, dass wir halt diese neue Raritätenverteilung bekommen, halt ab Eternity Code. Und wenn ihr halt mehrere Informationen dazu habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ist jetzt mir einfach nur aufgefallen und dachte mir, ich spreche das Ganze einfach mal hier an. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Videos und zwar den 6 Karten, die halt für Rise of the Duelist revealed wurden. Beginnen tue ich jetzt einfach mal mit der Donnerhand. Eine Support-Karte für halt das ganze Handthema. Und sie ist halt von Attributen Licht, Typen Donner, Stufe 4, ATK 1600 und 1600 Death. Du kannst jeden Effekt mit dem Namen dieser Karte nur einmal pro Spielzug verwenden, hat allerdings auch nur einen Effekt und der lautet: Falls ein offenes Monster, das du kontrollierst und dessen ursprünglichen ATK und oder ursprünglichen Death 1600 beträgt, entweder durch einen Kampf oder durch einen Effekt zerstört oder durch einen Effekt deines Gegners auf den Friedhof gelegt wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof oder der Hand beschwören, aber verbanne sie in jedem Fall, wenn sie halt das Spielfeld verlässt. Und falls du dies tust, zerstöre eine Karte, die dein Gegner kontrolliert. Das Ganze ist natürlich schon mal cool, weil halt dieser Zerstöreffekt nicht wählt. Zeitgleich kann man diese Karte halt dazu splashen, was schon mal eigentlich schon kein schlechter Effekt ist. Ist mehr oder weniger eine Handtrap, finde ich sehr interessant. Leider kenne ich jetzt kein Deck, wo man explizit halt diese Monster spielt mit 1600 bzw. ja, Death und ATK. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Deck im Kopf habt. Ansonsten natürlich haben wir hier das Handthema im Allgemeinen, die ihr alle mit entweder 1600 ATK oder halt 1600 Death arbeiten. Das ganze Thema ist ja in Dragons of Legends erschienen, wenn ich mich nicht irre. Und immer irgendwo in Decks halt als Engine verwendet worden. Und wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Decks im Kopf habt, wo man das Ganze hier spielen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einer Karte, die mir persönlich sehr, sehr taugt. Finde sie sehr interessant und zwar Dead Rift the Imperial Fish. Ist von Attributen Wasser, Typen Fisch, Stufe 4. Hat hier die ATK 1500 zu 1600 Death. Und du kannst hier jeden Effekt mit dem Namen dieser Karte auch nur einmal pro Spielzug verwenden. Hat hier auch zwei Effekte und zwar der erste: Wenn diese Karte beschworen wird, du kannst ein Monster vom Typen Fisch außer Imperial Fish selber von deinem Deck auf den Friedhof legen. Dann der zweite Effekt, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann drei Monster mit dem Typen Fisch in deinem Friedhof wählen. Mische sie ins Deck, dann ziehe eine Karte und der zweite Effekt hier auf jeden Fall schon mal sehr cool zum Recyceln. Erinnert natürlich ein bisschen an Topf der Trägheit. Finde ich schon mal ziemlich cool. Und dann der erste Effekt finde ich um einiges interessanter, muss ich ehrlich sagen, und zwar können wir, wenn diese Karte halt beschworen wird, ein Monster von Typen Fisch auf den Friedhof halt legen. Das Ganze hier natürlich zum Beispiel Flinke Angler. Wenn wir den auf den Friedhof legen, können wir zum Beispiel zwei Flinke Monster der Stufe 3 oder niedriger als Spezialbeschwörung von unserem Deck beschwören. Das Ganze hat auf jeden Fall schon mal ziemlich guten Spam-Potenzial. Und zum Beispiel auch die Fischbock-Karten, die sehr viel mit halt dem Friedhof arbeiten, können wir damit auf den Friedhof legen für zum Beispiel halt Synchro-Plays. Daher eine wirklich sehr interessante Karte und supportet hier auch nochmal einen Typen, der eigentlich mehr oder weniger untersupported ist, und zwar halt Fisch. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu den Dead Rift, zu Imperial Fish in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit den Attributen Wasser. Und zwar haben wir hier Fury of Kairui Jin oder Kairui Jin. Ich weiß nicht, wie man das Ganze ausspricht. Ist aber auf den Artwork eine Karte von Marco Tsunami, also eine wirklich schon Oldschool-Karte, wenn man das so sagen kann. Zumindest hier halt vom Artwork her. Und ist von Typen normale Zauberkarte, du kannst jeden Effekt mit dem Namen dieser Karte nur einmal pro Spielzug verwenden. Hat hier auch wieder zwei Effekte. Beim ersten füge deiner Hand ein Reisenattribut von deinem Deck hinzu. Und das Ganze hier auf jeden Fall schon mal krass, weil es halt generisch ist. Zum Beispiel können wir das halt im Marizessen, Palio, Deep Sea oder allen Decks, die halt auch zum Beispiel mit Fallenkarten halt arbeiten, verwenden. Dann noch der zweite Effekt, falls ein oder mehrere Wassermonster, die du kontrollierst, durch einen Karteneffekt zerstört würden, verbannen stattdessen diese Karte von der Friedhof. Das Ganze natürlich cool, wenn wir Reise und Tribut aktivieren, um sie halt vor diesem Effekt zu schützen, weil ja auch unsere Monster halt zerstört werden dadurch. Finde ich schon mal ziemlich cool, dass wir das noch dabei haben. Aber dass halt dieser erste Effekt mit den Suchen von Reise und Tribut halt generisch ist, ist das Ganze schon mal ziemlich cool. Könnt ihr mal, wie gesagt, eure Meinung zu dieser Karte
auch sehr gerne Kommentare schreiben, weil es halt, wie gesagt, generisch ist für Reisen im Tribut. Mal schauen, wie lange wir Reisen im Tribut durch diese Karte noch auf 3 haben. Und dann machen wir weiter mit Just One Forbidden Drop. Ist von der, vom Artwork her eine sehr, sehr coole Karte. Sind hier, glaube ich, die Finsterlords mit einbezogen und die verbotenen Karten. Zum Beispiel halt den Kelch sieht man auf dem Artwork. Finde ich ziemlich cool. Und ist vom Kartentyp Schnellzauberkarte. Du kannst nur eine Karte mit dem Namen dieser Karte pro Spielzug aktivieren. Hat hier allerdings auch nur einen Effekt, der es aber auf jeden Fall in sich hat. Und zwar lege eine beliebige Anzahl anderer Karten von deiner Hand und oder Feld auf den Friedhof. Dann wähle so viele Effektmonster, die dein Gegner kontrolliert. Und wenn du dies tust, halbiere ihre ATK und zusätzlich annulliere ihre Effekte. Diese Änderung dauert bis zum Ende dieses Spielzugs. Dann geht das hier noch weiter. Dein Gegner kann keine Karten oder Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieser Karte aktivieren, die denselben ursprünglichen Kartentypen hatten, Monster, Zauber, Falle, wie alle Karten, die du durch diesen Effekt halt bei der Aktivierung auf den Friedhof gelegt hast, was hier auf jeden Fall schon mal eigentlich ein besseres Dark Ruler ist, wie ich finde, weil es halt eine Schnellzauberkarte ist. Was hier natürlich der Nachteil ist, dass wir halt Karten abschmeißen müssen von den, sag ich mal, genannten Typen, Monster, Zauber und Falle. Finde ich dennoch eine ziemlich coole Karte, weil wir halt einen Dark Ruler haben, den man first verwenden kann. Ich finde sie sehr interessant, schreibt auch immer dazu in die Kommentare und vielleicht auch ein Deck, wo man noch davon profitiert, wo man die ganzen Karten halt abschmeißen kann. Sehr interessante Karte und kommen wir zur nächsten Karte, die eine weitere Option ist für unsere ganzen, sag ich mal, Backrow-Loswertkarten. Hier in dem Fall halt hier MST, Cosmocyclone, Twin Twister meine ich halt damit, aber auch Blitzsturm. Und zwar haben wir hier Blizzard vom Namen und vom Artwork her auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ist vom Kartentyp Schnellzauberkarte, was schon mal bei solchen Karten sehr, sehr cool ist und auch wichtig, wie ich finde. Und zwar, du kannst nur eine Karte mit dem Namen dieser Karte pro Spielzeug aktivieren. Und dann kommt hier dieser folgende Effekt. Du kannst eine offene Zauberkarte, die dein Gegner kontrolliert, wählen. Annulliere für den Rest dieses Spielzugs die Effekte der Karte und alle Effekte mit dem gleichen Namen wie das gewählte Ziel. Wenn die gewählte Karte in diesem Spielzug auf den Friedhof gelegt würde, kommt sie stattdessen auf die Hand zurück, beziehungsweise auf die Hand des Gegners zurück. Und ich finde das auf jeden Fall ziemlich cool, gegen zum Beispiel halt Field Spells kann man das Ganze sehr gut verwenden. Gegen Salamangreats zum Beispiel, die ja sehr, sehr, sag ich mal, bezogen auf ihre Field Spell sind. Klar, sie können auch ohne spielen, aber mit ihrer Field Spell, sag ich mal, bringen sie ihre Kombos viel einfacher durch. Und wenn man das Ganze halt mit dieser Karte halt annullieren kann, ist das hier schon mal ziemlich cool. Und es ist eine weitere Alternative für MST, Cosmocyclone, Twin Twister. Was ich noch vergessen habe, es ist ein Out gegen Mystic Mine, was hier definitiv sehr cool ist. Und Floodgates, wie zum Beispiel halt erwähnt, Mystic Mine oder Dimensionsriss, damit zu annullieren, ist definitiv sehr, sehr interessant. Und daher finde ich die Karte hier sehr cool. Wir haben wirklich viele Karten in Rise of the Duelist, die halt echt stark sind. Mal schauen, welche Raritäten die ganzen Karten bekommen. Und dann machen wir weiter mit Roisable Jar. Ist vom Artwork her auf jeden Fall schon mal an Upstart Goblin angelehnt. Ob man damit die Lore etwas, sag ich mal, weiterbringen kann, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben für diejenigen, die halt die Lores von Upstart Goblin verfolgen. Und ist vom Kartentyp hier eine permanente Fallenkarte. Auch allerdings once per turn beim Effekt. Du kannst eine Fallenkarte von deinem Friedhof verbannen, füge deiner Hand eine Fallenkarte mit einem unterschiedlichen Namen von deinem Friedhof der Hand hinzu. Das Ganze finde ich allerdings wirklich sehr, sehr stark, weil wir können damit halt die Soul Limb zum Beispiel recyceln, natürlich auch alle anderen Fallenkarten, die es halt so im Spiel gibt. Und Decks wie zum Beispiel Trap Tricks mit Atrax, glaube ich, hieß die Karte, können davon auf jeden Fall sehr, sehr gut profitieren mit halt den Fallgruben, die wir durch Atrax dann direkt auch noch in der gleiche Runde halt aktivieren können. Daher auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant, wie ich finde. Altergeist oder Subterror können natürlich davon auch profitieren, weil die halt viel mit Backrow spielen. Und in der Verbindung zum Beispiel mit Magischer Pflanze, die weitere Drawpower nochmal gibt. Und wenn man mehrere, sag ich mal, permanente Fallenkarten spielt, könnte diese Karte wirklich sehr interessant in den bestimmten Deck halt sein, wo man das Ganze halt mit vielen permanenten Fallenkarten und zusammen halt mit dem Magischen Pflanze halt kombinieren kann. Finde ich das wirklich sehr interessant. Schreibt eure Meinung zu allen Karten heute in die Kommentare, die ich vorgestellt habe. Ich fand auf jeden Fall den Fisch und hier das mit dem Kelch, also von dem Finsterlord. Hier auch noch die letzte Karte, den Blizzard, fand ich auch allesamt irgendwie sehr cool und interessant. Sind alles wirklich sehr starke Karten, die viel Potenzial haben. Und von daher können wir schon sehr hyped sein auf Rise of the Duelist. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihr gerne einen aktiven Daumen nach oben da. Wenn ihr allerdings sagt, euch hat das Video nicht gefallen, könnt ihr natürlich auch ein Dislike da lassen. Bitte aber auch nur, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wiederschauen
und reingehauen. 18 on your best.